Was ist eigentlich Umweltschutz? Die Umwelt und all die ganzen Lebewesen, die beschützt werden müssen? Ist es wirklich das? Eigentlich sind es die Maßnahmen, die dem Schutz der Umwelt dienen und die Lebensgrundlage aller Lebewesen und Pflanzen erhalten. Außerdem sollen die von Menschen verursachten Schäden beseitigt werden. Es werden aber nicht nur die einzelnen Teilbereiche der Umwelt wie Gewässerschutz, Klima, Waldschutz und so weiter berücksichtigt, sondern auch deren Wechselwirkung zueinander. Welche Umweltprobleme müssen eigentlich bekämpft werden? Wir können sagen, dass wir selbst schuld sind, dass wir uns noch mit Umweltproblemen auseinandersetzen müssen. Denn Modernisierungen und technische Fortschritte und die ständige Weiterentwicklung des Menschen sind der Grund für die Umweltprobleme, die auftreten. Doch der Haken: Umweltprobleme treten nicht sofort auf, wenn ein Tankfrachter auf dem Meer ausläuft, sondern können in vielen Jahren ihre Wirkung zeigen, wenn unsere Kinder und deren Kinder die Welt zu retten versuchen. Nehmen wir uns Klimaschutz genauer unter die Lupe. Die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre ist seit Beginn der Industrialisierung stark angestiegen. Der infolge der vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen entstandene Klimawandel ist eine globale Herausforderung. Daher setzt die internationale Staatengemeinschaft auf ein wirksames internationales Klimaschutzabkommen, das 2020 in Kraft treten soll. Zentrale Aufgabe muss es sein, Treibhausgasemissionen zu vermindern. Ziel der deutschen Klimapolitik ist es, bis 2020 die Emissionen von Treibhausgasen um mindestens 40% gegenüber dem Stand von 1990 zu senken und bis zum Jahr 2050, also 30 Jahre später, soll das sogar 80% bis 95% sein. Maßnahmen dazu zielen auf den Ausbau erneuerbarer Energiequellen und den effizienten Einsatz von Energie. Um den Ausstoß von Treibhausgasen zu vermindern, muss der Verbrauch an Energie deutlich reduziert werden und die Energieeffizienz muss steigen. Zugleich muss Energie auf der Grundlage erneuerbarer Energiequellen bereitgestellt werden. Um es verständlicher zu machen, können wir Wasser sparen, Strom sparen und grünen Strom nutzen. Wir können zum Beispiel einen Wäscheständer benutzen, damit unsere Kleidung trocken wird. Damit Bäume nicht gefällt werden, können wir Recyclingpapier kaufen. Des Weiteren können wir uns von Bio-Lebensmitteln und anderen Bioprodukten ernähren. Wir sollten aber auf die Siegel und die Verpackung achten. Wir können auch öfter auf Fleisch verzichten. Könnte der Verzicht auf Fleisch auch eine entscheidende Maßnahme zum Wohle der Umwelt sein? Nach einer Studie führe eine Verringerung des Fleischverzehrs in den Industrieländern um 19% zu einer weltweiten Reduktion der Fleischproduktion um 2,5% und zu einer Senkung des Weltmarktpreises für Fleisch. Aber was muss der Staat eigentlich tun? Deutschland ist ein Industrieland, dessen umweltintensivste Sektoren wie Energie, Straßenverkehr und Bau in der Nachkriegszeit ein besonders hohes Wachstum aufwiesen.
Daraus entstanden aber auch die mit dieser Entwicklung verbundenen Umweltprobleme. Um darauf zurückzukommen, was der Staat an Maßnahmen ergreift, sollte man sich die Förderung von Solarstromspeichern seitens des Staates genauer angucken. Seit dem 1. Mai 2013 unterstützt die Bundesregierung die Anschaffung von Solarstromspeichern. Der Staat gewährt einen Zuschuss von bis zu 660 Euro pro Kilowatt installierte Leistung per Solarstromanlage. Der Sonnenstrom von eigenem Dach kostet aktuell nur noch rund 15 Cent pro Kilowattstunde. Der Strom aus der Steckdose hingegen 25 bis 30 Cent. Mit der Solarbatterie machen sich Erzeuger von Sonnenstrom unabhängiger von steigenden Strompreisen. Des Weiteren könnte als eine weitere vom Staat eingeführte Maßnahme die Ernährungslehre wahrgenommen werden. Denn je früher sich Schülerinnen und Schüler mit den Wirkungen und Konsequenzen ihres Verhaltens und das der gesamten Menschheit auseinandersetzen, desto überlegener können sie sich mit den Problemen auseinandersetzen und diese bewältigen. Werden müssen? Ist es wirklich das? Was ist Umweltschutz? Die Umwelt und all die ganzen Lebewesen, die beschützt werden. Was ist eigentlich Umweltschutz? Ey, was ist mit dir falsch? Was ist eigentlich Umweltschutz? Die Umwelt und all die ganzen Lebewesen, die beschützt werden. Was ist eigentlich Umweltschutz? Die Umwelt und all die ganzen Lebewesen, die beschützt werden.